Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute will ich euch kurz erläutern, warum es zum Film Eragon nie einen zweiten Teil geben konnte. Dies bezieht sich natürlich auch auf die Buchreihe. Solltet ihr den Film oder die Bücher nicht kennen, dann gebe ich hier mal eine Spoilerwarnung für alle raus, auch wenn der Film und die Bücher natürlich schon. Ich werde hier nicht auf alle Unterschiede eingehen, denn das würde den Rahmen des Videos sprengen. Überlege aber, ob ich noch ein separates Video dazu mache. Hier in diesem Video geht es rein nur um die Unterschiede, so dass kein zweiter Film gedreht werden konnte. Also, fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit dem Tod von Brom. Brom wird im Buch von den Ra'zac getötet. Im Film allerdings wird er vom Schatten Dursa getötet, was vieles vom Rachemotiv von Eragon für die nächsten Bände bzw. nächsten Filme, die ja kommen sollten, nehmen würde. Machen wir weiter mit der Reise von Brom und Eragon. Im Buch ist diese Reise sehr, sehr lang. Sie passieren viele Städte, lernen viele Menschen kennen. Dies passiert natürlich wegen der Dauer des Films nicht im Film. Allerdings werden auch viele Charaktere durch das rausgelassen, zum Beispiel Jord Langhaxe, der für die nächsten Bücher noch sehr, sehr wichtig ist. Diesen lernen wir aber im Film nie kennen. Außerdem natürlich die Gefangenschaft von Eragon, aus der Murtag ihn befreit. Das ganze Kennenlernen zwischen Murtag und Eragon verläuft im Film sehr anders als in den Büchern. Auch deren Reise wäre natürlich sehr interessant im Film gewesen, doch natürlich aus Zeitgründen konnte man vieles da auch nicht umsetzen. Als nächstes nehmen wir uns Arya vor. Arya ist eine Elfe, doch wird im Buch erst im zweiten Band erwähnt, dass sie die Tochter von Islandsadi, also die Prinzessin der Elfen ist. Im Film wurde dies bereits im ersten Band oder im ersten Film besser gesagt erwähnt, was jetzt nicht so dramatisch ist, aber mir geht es mehr um das Aussehen von Arya. Es fehlen die spitzen Ohren und alles, was sie einfach als Elfe auszeichnet, aber zu Arya kommen wir später nochmal, was etwas mit dem Ende vom Film zu tun hat. Als nächstes nehmen wir uns mal den Drachen Saphira vor. Saphira wird im Buch langsam, beziehungsweise langsamer als im Film erwachsen, beziehungsweise wächst sie ja nicht ganz aus. Wie wir durch die Bücher wissen, werden Drachen riesig. Im Film allerdings wird sie wie von Zauberhand sofort so groß, dass Eragon auf ihr reiten kann. Da ich, wie gesagt, noch ein separates Video zum Film und zu den Büchern machen will, kommen wir auch jetzt dann zum Schluss von diesem Video. Und das ist der Schluss des Films, wenn nämlich Eragon auf die Waden trifft. Es fehlen Hauptcharaktere, zum Beispiel Oryk, der Zwerg. Zwerge werden generell in Eragon im Film gar nicht erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist schon einige Zeit her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich glaube, da täusche ich mich nicht. Oryk, ein sehr, sehr wichtiger Charakter für die Zukunft der Eragon-Serie. Da ich, wie gesagt, noch separate Videos zum Film und zu den Büchern machen will, kommen wir jetzt auch zum Ende von diesem Video und das ist das Ende des Films. Denn dort wurden viele Sachen falsch gemacht, die für die Fortsetzungen wichtig gewesen wäre. Zum Beispiel der Zwerg Oryk wurde nie vorgestellt, beziehungsweise glaube ich, dass es nie richtig Zwerge gab im Film. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Es ist schon einige Zeit her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Aber ich glaube, dass Zwerge im Film gar nicht vorkamen. Dann natürlich, ich lasse jetzt mal die Schlacht um Fatendur außen vor. Natürlich für die Dramatik vom Film und so weiter muss man Sachen ändern. Was aber eine Sache ist, die nicht verwendet wurde, ist die Verletzung von Eragon, die Dursa ihm zufügt. Dadurch kam es ja im Buch zu dem Gespräch zwischen ihm und den unversehrten Weisen, was sehr, sehr wichtig ist für eine Fortsetzung, durch das im zweiten Band eine wichtige Rolle spielt. Es wurde einfach zu viel weggelassen. Und natürlich die Abreise von Arya. Arya reist im Film ab. In den Büchern bleibt sie und reist zusammen mit Eragon im zweiten Band zusammen zu den Elfen, dass Eragon seine Ausbildung fortsetzen kann.
Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich mag den Film gern, wenn ich ihn separat von den Büchern betrachte. Allerdings finde ich es schade, dass so gutes Material einfach verschwendet wurde. Wenn euch dieses Video jetzt allerdings gefallen hat, dann gebt den Ganzen bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr mehr Videos in diese Richtung haben wollt, Filme, Serien, Unterschiede zwischen Film und Buch und so weiter, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin damit raus. Wir hören uns im nächsten Video.